Seit August 2016 steht die Volkshochschule Zwickau unter neuer Führung. Patrick Schulze hatte damals die Amtsgeschäfte des langjährigen Leiters Wolfram Kober übernommen. Am Dienstag durfte er seine ersten Zeugnisse überreichen, und zwar an zwei Absolventen des Finanzbuchhalterkurses. Die Zeremonie fand im Zwickauer Verwaltungszentrum statt. Im Haus 7 an der Werdauer Straße hat die Geschäftsstelle der Volkshochschule ihren Sitz. Geleitet wird die Bildungseinrichtung seit August von Patrick Schulze. Ich habe mich natürlich erstmal in dem halben Jahr jetzt hineingeschaut, sozusagen, also reingearbeitet in die Tätigkeit als Leiter der Volkshochschule. Habe festgestellt, es ist ein sehr abwechslungsreicher Job mit wirklich viel Perspektiven und auch Möglichkeiten, in denen man sich verwirklichen kann. Und bin bisher sehr zufrieden, auch mit meinem Team. Also ich kann da nur bisher das Allerbeste sagen. In Erinnerung bleiben wird ihm auch der 7. Februar 2017. An diesem Tag durfte er seine ersten Zeugnisse überreichen. Eines bekam Katja Füssel. Die junge Frau aus Glauchau nahm erfolgreich am Finanzbuchhalterkurs teil. In der Abschlussprüfung holte sie 93 Punkte, was ein sehr gut auf dem Zeugnis bedeutete. Darüber freute sich auch ihr Dozent. Sie war bisher eine der Besten, freuen wir uns, dass wir sie heute auch persönlich verabschieden konnten. Und die Kurse natürlich selber sind natürlich sehr unterschiedlich. Wir haben, Teilnehmer bis zu 10 Personen, aber auch einige wenige. Und Frau Füsse hier und Frau Fuhrmann, das waren unsere letzten beiden Teilnehmer, waren zu zweit im Kurs, aber sie haben sich wacker geschlagen. Der Finanzbuchhalterkurs ist einer von vielen im Programmheft der Volkshochschule. Von A wie Arabisch bis Z wie Zeichnen ist praktisch alles vertreten. Gesundheits- und Bewegungskurse sind momentan der Renner. Der andere große Bereich ist die Sprachen. Also da bieten wir auch von Englisch, Französisch bis Japanisch sehr viele Möglichkeiten. Und das auch auf sehr vielen Niveaus. Also wir haben teilweise auch Semester, die schon über 10 Jahre zum Beispiel an der Volkshochschule eine Sprache lernen. Die Kurse finden natürlich nicht nur in Zwickau statt, sondern auch mittlerweile im gesamten Landkreis. Also in Zwickau ist natürlich ein Großteil, aber auch in Werdau. Aber wir haben auch in Limbach, Oberfrohna, in Hohenstein, in Dilke-Haslau. Also wirklich in fast allen größeren Orten im Landkreis Zwickau. Auf einer Karte sind die Standorte eingezeichnet. Im Programmheft erfährt man natürlich auch, wie man sich für die Kurse anmelden kann. Katja Füssel hat sich vor 3 Jahren angemeldet und diesen Schritt trotz aller Strapazen nicht bereut. In Glauchau arbeitet sie als Beratungsstellenleiterin für den Lohnsteuerhilfeverein. Mit ihrem Volkshochschulzertifikat möchte sie ihre Selbstständigkeit ausbauen und neue Kunden gewinnen.